Du grüne Neune. Ist was? Verzeihen Sie, Sie haben nicht zufällig eine Fahrradpumpe. Was denn, keine Luft? Hinterrad, ich weiß nicht wieso. Warten Sie, ich frag mal. Sag mal, hast du... Einen Augenblick. Du, hast du eine Fahrradpumpe? Da ist ein Mädchen, die hat einen Platten. Die da draußen. Wo musst du denn hin? Die ist von der Haushaltsschule, glaube ich. Da, lass es schieben. Hast du denn keine Luftpumpe? Nein. Die soll zu Fuß gehen, die ist ganz gesund. Das nicht, aber seit der Geschichte vor einem halben Jahr, da gehen die natürlich nicht mehr gern im Finstern. Aber war das auf dem Wege? Das ist auch ein Mädchen von der Schule. So? Na, na. Diese Scham ist zurechtkommen. Leid, das war auch unter Föhn. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Ich finde nämlich keinen Nagel oder sowas. Als ob jemand die Luft rausgelassen hätte. Sie haben Angst zu gehen, was? Ja. Kann ich mir denken. Wie hieß denn das Mädchen noch? Monika Bayer. Sie war auch in München gewesen und ist in der Nacht zur Schule zurück. Soll ich anrufen, dass sich jemand abholt? Nein, nein, ich bin sowieso schon zu spät. Ich beeil mich eben und nehme die Abkürzung. Besten Dank. Gute Nacht. Gute Nacht. Was hast du gegen die Mädchen? Das sind Luder, Flittchen. Gute Nacht. Bleiben Sie doch stehen, ich bin's, Manga. Hab ich Sie so erschreckt? Ich hab Sie gleich erkannt. Guten Abend, Herr Manga. Guten Abend. Todesangst. Und dann nehmen Sie die Abkürzung? Ich bin sowieso schon zu spät. Und dann habe ich an die Monika gedacht. Das war doch auch hier. Ja, ein Stückchen weiter unten. Ist ja gut, dass ich da bin. Was ist mit dem Fahrrad? Ich habe einen Platten. Und wo waren Sie so lange? Ich war in München. Na kommen Sie, ich bringe Sie zur Schule. Haben Sie was eingekauft? Eine Hose und eine Bluse. Na und, die Geschäfte machen doch um 6 zu. Ich war noch im Kino. Ihr wisst doch ganz genau, dass ihr nicht zu spät nach Hause kommen sollt. Wie kommen Sie denn jetzt rein? Ist doch längst zu. Wir haben mein Fenster offen gelassen. Das dürfen Sie nicht verraten. Nein, nein. Ist wirklich unheimlich. Ja, ich gehe Ihnen selber ungern, obwohl ich hier wohne. Sie wissen, wo ich wohne? Ja, bei den Häusern da hinten. Vielen Dank, Herr Mangel. Soll ich Ihnen den Reifen aufpumpen? Ich habe eine Luftpumpe. Das wäre sehr nett, aber ich will Sie nicht länger belästigen. Ich bitte Sie, Sie belästigen mich doch nicht. Das ist doch im Handumdrehen geschehen. Hoppla, die neue Hose. So. Fürs Haus haben Sie. Ja, das kennen Sie doch vom Gartenfest im Sommer. So, ich bring's Ihnen rauf. Hier unten sieht man ja nichts. Ich will Ihnen wirklich keine Mühe machen. Es ist doch nicht mehr weit. Ja, Sie machen mir doch keine Mühe. Das Stück kann ich doch noch zu Fuß laufen. Aber warum denn? Warum denn? Kommen Sie rein. Na. So. Möchten Sie inzwischen was trinken? Nein, nein, danke. Setzen Sie sich doch. So. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Es ist schon so spät. Was für Musik möchten Sie hören? Musik? Sie wollten doch eine Luftpumpe? Ich habe ganz moderne Musik. Ich weiß doch, was ihr gerne hört. Rudolf? Das ist meine Mutter. Ich lebe mit meiner Mutter. Rudolf! Rudolf!
love you, yes, I love you, yes, I love my cuckoo. I want you, yes, I want you, yes, I really do. Das ist Oberinspektor Derrick, das ist Frau Dr. Göbel, die Leiterin der Haushaltsschule. Guten Morgen, Frau Göbel. Das ist schon die zweite Schülerin, die ich innerhalb eines Jahres verliere, diese entsetzliche Weise. Was sind das für Leute? Das sind irgendwelche Pressemenschen. Sans Fleur. Lassen Sie niemanden in die Nähe. Komm. Gehen Sie zurück, Sie können hier nicht fotografieren. Gehen Sie zurück, bitte schön. Gehen Sie zurück, Sie können hier nicht fotografieren, Sie sind vernünftig. Was ist denn da passiert? Ja, ja, gell? Alles aufgenommen? Ja. Lass das Mädchen nicht da liegen! Neue Presse. Sind Sie hier der Chef? Ja, aber ich habe nichts zu sagen. Morgen. Morgen haben Sie was zu sagen? Schauen Sie mal, da hinten ist auch ganz schön. Vergewaltigt? Wahrscheinlich. Aber offenbar nicht hier. Hier wurde sie nur reingelegt. Ja, und wie? Sie ist mit dem Fahrrad vom Bahnhof gekommen? Ja. Fangen wir da an. Komm. Ich habe noch gesagt, soll ich die Schule anrufen, dass sie jemand abholt? Nein, hat sie gesagt, das ist nicht nötig. Alter Gott, nochmal, ich hätte sie nicht gehen lassen sollen. Ihr Fahrrad hat im Hinterreifen keine Luft. Nein, sie hatte einen Platten. Sie sagte noch, da muss mir jemand die Luft rausgelassen haben. Weil sie nichts entdecken konnte. Keinen Nagel oder sowas. Sie ist dann da runtergegangen. Die Mädchen nehmen immer die Abkürzung. Rausgelassen, weil er gewollt hat, dass das Mädchen zu Fuß geht? Ja, das könnte schon sein, nicht? Sag mal, Huber, ich habe dich doch gestern Abend nach einer Fahrradpumpe gefragt. Du hast gesagt, du hast keine. Ja, warum? Ich bin nämlich gleich zu ihm gegangen, weil er auch mit dem Fahrrad kommt. Wo steht denn Ihr Fahrrad? Da. Heute steht's da. Aber Sie haben ja eine Fahrradpumpe. Aber du hast doch gesagt, du hast keine. Ich weiß nicht, geht. Geht doch ganz gut. Ja, manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Warum haben Sie denn die Pumpe nicht hergeliehen? Weil ich nicht Menge hab. Menschenskind Huber. Wo waren Sie denn gestern Abend? Ich. Zu Hause. Und wer kann das bezeugen? Alle. Meine Frau, meine Kinder, die Nachbarn. Alle. Ich hab immer ein Alibi.
So was gibt's bei mir nicht. Wie sieht's aus? Dürftig. Der Kioskbesitzer, der. Der? Ja. Ja, der sagt, er war zu Hause. Ist ziemlich eindeutig. Na, läppisch. Da will jemand seine Fahrradpumpe nicht hergeben und ein Mensch stirbt. Ja, also eins steht fest: Der Mörder muss das Mädchen gekannt haben. So. Ja. Wusste, dass sie in München war und hat das Fahrrad gekannt. Das ist doch was. Ja, ist das was? Ist da. Die machen sie auch nicht mehr lebendig. Bitte kommen Sie herein. Bitte. Danke. Sie werden die Unruhe bemerkt haben. Die ganze Schule ist natürlich vollkommen durcheinander. Alles ist entsetzt und aufgeregt. Das Unterricht? Ja, der Unterricht geht weiter. Wir suchen natürlich alles normal weiterlaufen zu lassen. Um den Schock etwas zu überwinden, verstehen Sie? Birks? Ja, bitte. Die Inge Bärwald, die Gartke und die Meier möchten auf ihren Zimmern bleiben. Ja, das verstehe ich. Ja, dann bitte sagen Sie ihnen das. Jawohl, Frau Doktor. Auf wessen Zimmer sollen Sie bleiben? Ach so, ja, natürlich. Ist da immer so? Ja, seit 20 Jahren. Oh. Die drei Mädchen wurden mit Ellen Theis auf einem Zimmer. Ich nehme doch an, dass Sie mit ihnen sprechen wollen. Ja. Ja, natürlich. Wann, Frau Dr. Göbel, haben Sie von dem Mord gehört? Ja, heute Nacht gegen 1 Uhr kam eine Schülerin zu mir. Inge Bärwald. Sie war mit Ellen Theis befreundet. Sie klopfte an meine Tür. Sie rief mich. Wer ist denn da? Ich bin's, Inge Bärwald. Inge? Um Gottes Willen, was ist denn los? Ach Gott. Aber Kind, es ist doch 1 Uhr. Ellen ist noch nicht zu Hause. Ellen? Aber wieso? Ihr Name steht doch auf der Abendliste. Den hab ich hingeschrieben. Was hast du gemacht? Sie hat mich gebeten, sie wollte noch ins Kino und würde erst mit dem letzten Zug kommen. Der ist doch schon längst durch. Aber wie konntest du denn das tun? Du weißt doch, dass das ausdrücklich verboten ist. Ich weiß. Ich wollte halt den Gefallen tun. Mein Gott, wie sollte sie denn reinkommen? Ist doch alles fest abgeschlossen. Vielleicht steht sie jetzt unten und kann nicht rein. Ich habe doch das Fenster aufgelassen. Na, das wird ja immer schöner. Los, komm. Ich bin sofort mit dir hinuntergegangen und habe nachgesehen. Tatsächlich stand eines der Kellerfenster offen. Ich bin dann sogar noch vor die Haustür gegangen, aber von Ellen Theis war weit und breit nichts zu sehen. Ich habe mich dann angezogen und habe schließlich Dirks geweckt. Natürlich habe ich sofort an Monika Bayer gedacht, die auch nicht nach Hause gekommen war. Wir sind dann gleich den Waldweg zum Bahnhof runtergefahren. Nicht so schnell, Dirks! Dirks, nicht so schnell! Wo gucken Sie denn hin, Frau Doktor? Sie glauben doch nicht etwa das. Was? Warten Sie doch, Frau Doktor. Warten Sie doch! Was ist denn das? Was ist denn das für ein Fahrrad? Das ist Ells Fahrrad! Ell! Ell Theis! Ja, vielleicht ist das gar nicht Ihr Fahrrad. Doch, ich weiß das doch! Was machen Sie denn? Lassen Sie das doch sein! Sie sagten da doch weg hier! Kommen Sie doch gar nicht wieder raus! Ach du lieber Heiland. Ist sie tot? Aber wie kann sie denn so vom Rad stürzen, dass sie... Kommen Sie, ich helfe Ihnen, Frau Doktor. Das war kein Unfall. Sie ist ermordet worden. Wir müssen sofort telefonieren. Der Polizei, dem Arzt. Thank you.
Unsinn! Sie können mich doch hier nicht allein lassen! Herr Mange! Herr Mange, bitte öffnen Sie doch! Herr Mange, bitte öffnen! Frau Dr. Göbel! Kann ich bei Ihnen telefonieren? Warum? Eine unserer Schülerinnen wurde umgebracht unten am Waldweg. Herr Theis! Ist hier das Telefon? Ja, da. Und wen soll ich denn jetzt anrufen? Die Polizei oder den Arzt? Sie ist doch tot! Sie ist tot! Sie ist ermordet, Herr Mange! Ist jemand da, Rudolf? Frau Dr. Göbel ist da, Mama. Etwas Entsetzliches ist passiert, Frau Mange. Laut Polizei, ja, eines unserer Mädchen wurde... Hier spricht Dr. Göbel, die Leiterin. Ein Mord ist passiert auf dem Wege zur Haushaltsschule. Ja, ja, auf dem Waldweg. Fast an derselben Stelle. Ja, ja, danke, danke. Wieder eine Schülerin. Ihr Fahrrad lag auf dem Waldweg und sie selbst lag im Wasser. Mangas Mutter bekam vor Aufregung einen Herzanfall. Ich musste bei ihr bleiben. Ist sie herzkrank? Ja, das weiß ich nicht. Können wir jetzt mit dem Mädchen sprechen? Ja, bitte, natürlich, kommen Sie. Hier ist das Klassenzimmer von Ellen Theis. Wenn Sie es vielleicht sehen möchten. Ja, gern. Sieh dich mal im Haus um. Ja, ich bitte um Entschuldigung. Danke sehr. Die Kriminalpolizei aus München ist hier. Vielleicht wollen Sie auch mit Herrn Manger sprechen, Herr Inspektor? Ach, Herr Manger ist Lehrer hier. Ja, das ist Inspektor Derrick. Guten Morgen, Herr Inspektor. Guten Morgen, Herr Manger. Ellen Theis war also in dieser Klasse. Ja, und Ihr Tisch war dies? War dieser da. War bei allen sehr beliebt. Vielleicht wäre es doch besser, wenn wir den Unterricht abbrechen würden, wenigstens heute Vormittag. Einverstanden, Herr Mange? Herr Mange könnte Ihnen dann vielleicht Fragen beantworten, wenn Sie es wünschen. Nein. Ich möchte erst die Mädchen sprechen, die mit Ellen Theis zusammen gewohnt haben. Bitte schön, Herr Inspektor. Ja, gehen Sie doch dann bitte wieder auf Ihre Zimmer oder in die Halle hinunter. Entschuldigen Sie bitte. Ja, Inspektor, das ist das Zimmer. Und das sind Ihre Zimmergenossinnen. Annie Gartke, Veronika Meyer und Inge Bärwald. Guten Morgen. Morgen. Das ist Inspektor Derrick von der Kriminalpolizei. Inge Bärwald sind Sie, ja? Ja. Sie waren mit Ellen Theis befreundet, ja? Ja. Ich möchte mit Frau Bärwald gerne an Land sprechen, ja? Ja, aber selbstverständlich gerne. Bitte kommen Sie mit mir aus. Nur ein paar Fragen, Frau Bärwald. Wann ist Ellen Theis gestern nach München gefahren? Nach dem Mittagessen. Wir hatten gestern Nachmittag keinen Unterricht. Was wollte sie in München? Einkaufen. Danach noch ins Kino, sagte sie. Und erst mit dem letzten Zug kommen. Ich habe gesagt, nur weil du ins Kino willst, das lohnt doch nicht, so viel zu riskieren. Ja, vielleicht gehe ich auch gar nicht ins Kino. Ich will nur mal raus und da Leute. Hier geht man ja ein. Es merkt auch keiner, wenn du mich einträgst. Mit dem letzten Zug bin ich wieder da. Da kommst du rein, du hast abgeschlossen. Wir sehen das Fenster auf. Endlich komm mit ins Kino. Was ist dagegen? Ich hab gesagt, ich mach das nicht. Ich hab gesagt, lass dir eine Genehmigung geben, dann hol dich Dix von der Bahn ab. Das ist deine Vorschrift und du weißt doch seit wann. Und warum.
mich überreden lassen, weil sie diesen blöden Film von Alain Delon ansehen wollte. Ich bin runtergegangen, habe hingeschrieben, zurück. Helen Theis, 7.30 Uhr. Ich bin schuld, dass sie... Ach Quatsch. Delon ist schuld. Wieso? Na ja, wenn er den blöden Film nicht gedreht hätte, dann wäre sie nicht ins Kino gegangen. Das ist doch Blödsinn. Ja, eben. Genauso blödsinnig ist es, dass Sie sich schuldig fühlen. Hm? Wer wusste denn sonst noch, dass Helen Theis nach München fuhr und nicht pünktlich zurückkehren würde? Die beiden noch, Annie und Veronika. Und sonst niemand? Nein. Nein, sonst niemand. Nein, danke, nicht. Sie kriegen wohl auch nichts hinunter, was? Nein, ich habe keinen großen Hunger. Doch wieder ein Mädchen aus seiner Klasse. Die Monika Bayer war doch auch bei Ihnen, oder? Ist ja wirklich merkwürdig. Mhm. Weil er die Älteren hat, nicht? 17, 18-jährig, das ist ja das Alter, in dem, wenn die Feststellung erlaubt ist, in dem Sie am aufregendsten sind. Für Sie vielleicht? Nein, für potenzielle Täter. Und ein potenzieller Täter ist fast jedermann. Auch Sie. Nun werden Sie aber nicht persönlich, ja? Sie provozieren es doch geradezu. Ich? Nein, die. Sehen Sie mal, wie die angezogen sind. Interessiert mich nicht. Ja, aber mich? Ja, das weiß man. Ja. Röcke so kurz, bis wer weiß wohin, Blusen, die Sie immer halb offen haben. Ich meine, Sie sind auf Wirkung aus. Sie wollen wirken. Und auf wen? Auf Männer. Und die Wirkung sehen wir ja jetzt. Sie sind eine sehr zynische Art, über so einen traurigen Fall zu sprechen. Das muss ich auch sagen, lieber Kollege. Der Kerl, der das gemacht hat, ist einfach ein Dreckschwein, das man aufhängen sollte. Na. Aber kein normaler Mann. Ja, ist ein bisschen zu forsch, lieber Kollege. Nicht? Mit dem Aufhängen sind wir ja heute nicht mehr ganz so schnell bei der Hand. Ihre politische Einstellung, die kennt man ja. Ja, das glaube ich. Ich finde, dass die Freizügigkeit der jungen Mädchen diese Verbrechen geradezu herausfordert. Ich meine, obwohl ich persönlich gar nichts dagegen habe, gegen die Freizügigkeit, meine ich. Hier ist Ihr Name, Helen Theis. Ah, ja. Ja. Nur mit dem Unterschied, dass sie das nicht selber eingetragen hat. Die Unterschrift ist gefälscht. Ja, ja, ja. Inge Berwald ist gestraft genug. Da fällt mir ein, Helen Theis wollte doch in München einkaufen. Ja, richtig. Aber wir haben bei der Toten nichts gefunden. Quizfrage. Hat sie nun eingekauft? Ja, sie hatte eine Tüte bei sich. Eine große, viereckige Einkaufstüte. Von irgendeinem Kaufhaus. Welches weiß ich nicht. Ja, aber ich habe sie ja gesehen. Aha. Besten Dank. Na? Ja. Sie hat so eine Tragtüte gehabt. Aber von welchem Kaufhaus, das weiß er allerdings nicht. Fällt dir was ein? Nee. Warum? Entschuldigung, ich kann nicht. Ja, ich verstehe. Sie brauchen nicht zu schreiben. Danke. Sie waren mit ihr auf einem Zimmer? Ja. Sie haben wahrscheinlich neben ihr geschlafen. Ja, zwei Betten standen nebeneinander. Ja, ich verstehe. Sie brauchen nicht zu schreiben. Bitte mal entschuldigen. Nora, Mama, Sie lassen eine Arbeit schreiben. Ja, weil Sie sagten doch so normal wie möglich. Ja, ja, schon gut. Wir hätten noch eine Frage an Fräulein Beerwald. Ellen wollte doch in München etwas kaufen. Ja. Der Stationsvorsteher, der hat sie ja gestern Nacht noch gesehen und der sagt, dass er eine Einkaufstasche wahrscheinlich aus Plastik bei ihr gesehen hat. Tja, die Tüte fehlt, die ist noch nicht gefunden worden. Wissen Sie zufällig, was die Ellen kaufen wollte? Ja, eine Hose, Blue Jeans, hellblau. Und eine Bluse, schwarz mit roten Mustern. Mhm. Ja, das wär's. Ja. Besten Dank. Entschuldigung, Herr Macher. Bitte, bitte, Frau Doktor. Tja, dann weiter. Ups.
Sie brauchen nicht zu schreiben. Ja, es hilft alles nichts, aber ich glaube, wir müssen noch mal den ganzen Wald durchsuchen. Ja. Sie sagen, Sie haben gestern von Manger aus telefoniert. Ja. Er wohnt also nicht weit weg. Nein, gleich in der nächsten Siedlung. Und er kennt sich aus da. Ja, natürlich. Vielleicht könnte uns Herr Manger behilflich sein. Oder muss er seinen Unterricht weiterführen? Natürlich nicht. Der Mann ist sowieso nicht bei der Sache. Ich muss ihn entsetzlich mitgenommen haben. Das kann ich verstehen. Dirks. Ja, bitte. Gehen Sie bitte in die 5. Herr Manger möchte mit dem Unterricht aufhören und hierher kommen. Ja, das verstehe. Dann bin ich beruhigt. Wem soll er mal eine 5 geben? In die 5. So. Ja, Frau Baumann. Ich hätte da etwas zu sagen. Ja, bitte? Mir ist eine Überlegung gekommen. Nicht wichtig vielleicht, aber... Bitte sprechen Sie. Man geht, wie ich höre, von der Voraussetzung aus, dass nur die 3 Zimmergenossinnen gewusst haben, dass die Theis in München bleiben würde bis nachts. Ja. Es hat aber noch jemand davon gewusst. Wer denn, Frau Baumann? Herr Dackmann hat es gewusst. Wer ist Herr Dackmann? Das ist der Lehrer von uns. Er hatte die Aufsicht gestern Abend. Jeden Abend führt ein Lehrer die Aufsicht. Er schläft dann im sogenannten Dienstzimmer. Was sind denn seine Aufgaben? Er kontrolliert die Türen, er hat für Ruhe im Haus zu sorgen und ist für Notfälle da. Und Herr Dackmann hatte gestern Abend die Aufsicht? Ja. Und Herr Dackmann hat gewusst, dass Ellen Theis nicht zu Hause war? Ja. Herr Dackmann hat es gewusst. Er sagte mir, eben sagte er mir auf dem Flur, dass gestern Abend jemand nicht zu Hause war, habe ich gewusst, denn ein Fenster stand offen. Ja, sage ich, Herr Dackmann, warum haben Sie das Fenster nicht geschlossen? Ja, sagt er, wie sollte denn das Mädchen dann hereinkommen? Herr Dackmann? Ja. Ich fühle mich verpflichtet, das zu melden. Aber ich verbinde damit natürlich keine Anschuldigung. Ja, es ist gut, Frau Baumann. Besten Dank. Aber bitte sehr, Frau Direktor, bitte. Herr Manger, ich habe dem Herrn Inspektor gesagt, dass Sie die Gegend gut kennen. Die Polizei braucht jemanden, der sich da auskennt. Ich nehme doch an, dass Sie sich gern zur Verfügung stellen. Wozu? Natürlich. Wissen Sie, ich möchte mir gern noch mal die nähere Umgebung ansehen. Selbstverständlich. Harry, kümmere dich um Herrn... Na, du weißt schon, sieh mal zu, was dahinter steckt. Bitte, Herr Manger. Ja. Sagen Sie, kann ich diesen bewussten Herrn jetzt gleich sprechen? Ja, natürlich. Warum? Das möchte ich auch sehr gern. Hier, dieses Fenster war es. Ich habe es sofort gesehen. Der Riegel, der war nicht umgedreht. Das Fenster war zwar angelehnt, aber der Riegel, der stand so, sodass ich das Fenster von außen leicht aufdrücken ließ. Ja, warum haben Sie mir das denn nicht gemeldet? Gemeldet? Frau Doktor, ich meine, das sind junge Mädchen, die sind doch wie die können sie doch nicht einfach einsperren wie Häftlinge. Naja, wenn sie mal in der Nacht nach Hause kommen und müssen durch ein Fenster klettern, mein Gott, das wissen wir doch alle. Herr Dackmann, ich habe ja nichts dagegen, wenn eine Schülerin zuweilen durch ein Fenster klettern muss, aber Sie hätten wissen müssen, dass das Mädel durch den Wald muss. Durch den Wald? Was wusste ich denn, woher sie kamen? Wussten Sie denn, dass es Ellen Theis war? Nein, wieso? Wie haben Sie denn nicht sofort die Anwesenheitsliste durchgesehen? Ich meine, das weiß man noch, dass die vollständig ist. Sie haben also nichts unternommen? Nein. Ist da kein Grund, mich aufzuregen. Es tut mir leid. Ist hier eine Menge Betrieb? Wie meinen Sie? Ja, Holzfäller, Forstbeamte, Spaziergänger. Nein, ab und zu, ja. Mhm. Aber nicht viel. Die Spaziergänger, die meiden den Wald. Seit dem Mord an Monika Bayer? Ja, ich nehme es an. Ist vielleicht ein Dreck hier. Verdammt nochmal, sie muss die Tüte noch bei sich gehabt haben. Die hat der Kerl noch nicht mitgenommen. Es waren noch Kleidungsstücke, die ihn verraten. Oder hat er es mitgenommen? Warum?
Stellen wir uns den Mord mal vor. Ellen Theis kommt aus dieser Richtung, schiebt ihr Fahrrad, hat die Tüte in der Hand. Naja, Licht hat sie nicht viel, fast gar nichts. Außerdem hat sie Angst. Sie denkt an Monika Bayer. Plötzlich kommt da so ein Kerl an. Sie läuft. Ja, natürlich, sie ist gelaufen. Sie muss gerannt sein. Lässt das Fahrrad fallen, lässt die Tüte fallen und ist um ihr Leben gerannt. Schließlich holt der Kerl sie ein, überwältigt sie und ja, auch das. Und tötet sie. Ist auf und davon. Hat das Fahrrad liegen lassen. Ja, und die Einkaufstüte doch wohl auch. Warum die nicht? Wissen Sie es? Ich will es Ihnen sagen. Weil die Geschichte, so wie ich sie erzählt habe, nicht stimmt. Jetzt denken wir mal ganz andersrum. Der Mörder, das ist kein Zufallsmörder gewesen, das war nicht irgendjemand, der mal hier so lang geht, nach 12 Uhr nachts. Dieser Mistkerl, der muss hier irgendwo in der Nähe wohnen. Wie groß ist denn die Siedlung davon? Wie groß? Na, wie viele Häuser, wie viele Menschen leben da? Na, das sind so an die 20 Häuser oder auch mehr. Aha. Und da wohnen, das weiß ich nicht. Na, sollen wir mal jedes Haus abgehen, alle Leute fragen, vielleicht bringen wir uns das weiter. Der Föhn ist verrückt. Ja. Schule liegt Schnee, hier regnet es, dazwischen Sonnenschein. Also auf 2 Kilometer. Ja, kein Wunder, wenn man da durchdreht. Wir treten hier durch. Also dann, wohnt hier noch jemand außer Ihnen? Ja, meine Mutter. Ich lebe mit meiner Mutter zusammen. Die hat sich schrecklich aufgeregt. So sehr, dass sie mich bittet, inständig bittet, von ihr wegzugehen. Aber das ist ja meine Existenz. Nicht? Ich kann das ja nicht aufgeben. Moment mal. Sie wollte, dass Sie aufhören zu unterrichten? Ja, an dieser Schule zu unterrichten. Ah. Das ist ja unmöglich, aber sie fängt immer wieder davon an. Und besonders bei solchem Wetter, da... Naja, der Föhn macht alle verrückt. Ja, ich mache mir richtig Sorgen um Sie. Bitte, Herr Inspektor. Einen Augenblick noch, ja? Mama? Rudolf? Ich bin's, Mama. Warum bist du schon zurück? Ich habe noch jemanden mitgebracht, einen Inspektor von der Kriminalpolizei. Er stellt nur ein paar Fragen, aber es ist nicht nötig, dass du aufstehst. Bleib liegen, Mama. Nehmen Sie doch Platz, Inspektor. Danke. Wohnen Sie schon lange hier, Mann? Seit 3 Jahren jetzt. Das war ein glücklicher Zufall, eine Wohnung so nah bei der Schule. Ja, ja. Mama, warum bist du denn nicht liegen geblieben? Ich hab dir doch gesagt, es ist nicht nötig, dass du aufstehst. Das ist meine Mutter. Guten Tag, Frau Mann. Guten Tag. Der Inspektor ist ganz zufällig vorbeigekommen. Seine Leute führen eine Befragung durch hier in der Umgebung bei allen Nachbarn. Befragung? Ja, wir gehen von der Möglichkeit aus, dass der Mörder hier in der Nähe lebt, vielleicht in einem dieser Häuser hier. In einem dieser Häuser? Ja, wäre doch denkbar. Bitte setz dich, Mama. Du hättest nicht aufstehen sollen. Das ist doch alles viel zu viel für dich. Vergangene Nacht, als Frau Dr. Göbel gegen die Tür hämmerte und uns erzählte, wie sie gefunden hat. Wollen Sie was trinken, Inspektor? Nein, nein, danke. Gibst du mir was, Mama? Mama, gibst du mir was zu trinken? Kennen Sie die Leute hier in der Umgebung? Nicht sehr gut. Ich weiß nicht, sind Arbeiter und Angestellte. Viele fahren jeden Tag nach München. Ich sehe sie kaum. Ja. Wo kaufen Sie ein, Frau Manger? Gibt es hier einen Laden? Ja, es gibt einen Laden hier. Und ich kaufe dort manchmal. Gießt mir ein, Mama? Mama, bitte. Danke, Mama. Kaufen in dem Laden auch die Mädchen aus der Schule ein? Ja, ich habe sie manchmal da gesehen. Haben Sie Ellen Theis gekannt? Ellen Theis? Ja. Das ist das Mädchen, Mama. Nein. Nein, die kenne ich nicht.
Oder sagen wir so, ich weiß im Moment nicht, wer es ist. Obwohl ich sie sicher mal gesehen habe, weil mein Sohn lädt manchmal seine Klasse ein im Sommer. Sie sitzen da im Garten. Wir haben einen sehr schönen Garten. Ich habe den Mädchen dann zu trinken gebracht und da ist mir etwas aufgefallen, was erwähnt werden müsste. Ja, Frau Mange? Die Art und Weise, wie diese Mädchen sich hingesetzt hatten. Entblößt, hemmungslos. Gut, es war heiß, aber das rechtfertigt doch nicht eine solche zur Schaustellung. Es ist ein Punkt, der berücksichtigt werden muss, dass diese Mädchen ja geradezu ein solches Schicksal herausfordern. 17, 18, 19, das ist ein Alter, in dem Mädchen besonders verführerisch wirken. Und in der Klasse meines Sohnes, soweit ich mich erinnere, sind besonders hübsche Mädchen. Ja, wissen denn diese Kinder nicht, in welcher Gefahr sie sind? Ja, ich danke Ihnen, Herr Manger. Fahren Sie mir zurück zur Schule. Ja, wenn Sie wollen. Danke. Aber daraus kann man mir doch keinen Strick drehen. Ja gut, natürlich habe ich die Mädchen ab und zu mal mitgenommen. Ich habe einen Wagen. Na und? Die Mädchen, die nehmen jede Gelegenheit wahr, um hier mal rauszukommen. Ja, aber Sie sind auch mit dem Mädchen zum Baden gefahren. Ja, du meine ja, Güte, was ist denn dabei? Moment, und Sie haben auch mit dem Mädchen zusammen gebadet. Ja, mit Ihnen und mit 5000 anderen Menschen auch. Aber darum geht es doch gar nicht, Herr Dackmann. Sondern es geht darum, ob man Ihr persönliches Verhältnis zu den Schülerinnen... Wie war es denn? Das sehe ich später. Ob man Ihr persönliches Verhältnis zu den Schülerinnen als ein besonderes, ein engeres Verhältnis bezeichnen kann. Was nennen Sie ein engeres, ein besonderes Verhältnis? Wenn Sie ein natürliches Verhältnis, ein besonderes nennen, dann ist das Ihr Fehler. Wollen Sie uns mal einen Augenblick allein lassen, Herr Dackmann? Bitte sehr. Nicht auf den Flur. Bitte, Herr Dackmann, gehen Sie in mein Zimmer. Wozu? Was ist passiert? Wird hier über mich zu Gericht gesessen? Bitte, Herr Dackmann. Dankeschön, ich finde es alleine. Warum gehst du denn so scharf an? Pass auf, Herr Dackmann hat gestern Abend Nachtaufsicht gehabt. Nichts Schlimmes. Nein, aber er hat gewusst, dass ein Mädchen nicht zu Hause war. Was sagst du dazu? Du bist dran. Er hat das offene Fenster entdeckt. Ja, natürlich hat er sich nicht drum gekümmert, weil jeder diesen Noteingang kannte. Er sagt, er sei um 12 Uhr im Bett gewesen. Das ist unglaubwürdig. Ja, nein, aber ich habe mich mit den Lehrern unterhalten und da wurde mir bestätigt und gesagt, dass Herr Dackmann Ihnen aufgefallen wäre durch einen besonders intimen Umgang mit dem Mädchen. Kann man das so sagen? Intim, ich finde, so weit kann man nicht gehen. Dackmann hat im Umgang mit seinen Schülerinnen einen etwas privateren Ton. Ja, das stimmt, aber wie weit das gegangen ist, das höre ich heute zum ersten Mal. Wie weit ist es denn gegangen? Er ist nicht nur mit Ihnen zum Baden gefahren. Er hat Sie anschließend eingeladen. In Lokale. Hat mit Ihnen getrunken. Getanzt. Und ist spät nachts mit Ihnen nach Hause gekommen. Betrunken. Betrunken? So gut wie betrunken. Sie sind singend hereingekommen. Das heißt hereingekommen, durch das Fenster gestiegen. Warum wurde mir das nicht gemeldet? Tja, ich bin ja nun wirklich der Letzte, der jemand was unterstellt. Aber hier ist ein Verbrechen geschehen. Und da hört die Rücksicht auf den Kollegen auf, nicht wahr? Na, dann mal los, Herr... Sparke. Sag ich, ja. Die Art und Weise, wie der Kollege Dackmann redet, ist unfasslich. Es sind dreckige Witze. Eindeutige Witze. Sein ganzes Denken kreist immer nur um ein Thema. Übrigens... Der Kollege Dackmann ist der Einzige, der sich um den Nachtdienst reißt. Weswegen? Ja, wegen der Kontrollen, selbstverständlich. Zimmer öffnen, ohne anzuklopfen. Nur um Sie zu sehen, zu überraschen. Wenn Sie sich ausziehen, so einer ist das. Also ich bin außer mir, Inspektor, wenn das stimmt. Ja, das stimmt. Stimmt fast alles, aber nur fast. Ich mag Mädchen, ich gebe das zu. Ich habe immer versucht, an eine Mädchenschule zu kommen. Es macht mir einfach mehr Spaß, Mädchen zu unterrichten. Und ich habe auch versucht, mit ihnen baden zu gehen. Und ich bin mit ihnen ausgegangen, aber ich habe nie mit ihnen getanzt. Ich habe niemals ein Mädchen angefasst. Ich weiß, dass ein Lehrer, der diesen Grundsatz vergisst, immer mit einem Bein im Gefängnis steht. Das ist mir schwer gefallen, das gebe ich zu. Ja, mein Fehler mag sein, dass ich aus meiner Sympathie für die Mädchen keinen Hehl gemacht habe. Und die Mädchen haben mir das wahrscheinlich angesehen. Und sie haben gewusst, dass... ich für Sie da bin, dass Sie auf mich zählen können. Herr Dackmann,
Stimmt es, dass Sie eines Abends mit den Schülern zusammen nach Hause gekommen sind, betrunken und durch ein Fenster geklettert? Ja, das stimmt. Aber ich hatte mich allein betrunken. Ich habe die Mädchen zufällig getroffen. Die hatten auch irgendwas gefeiert und waren auch nicht mehr so ganz sicher auf den Beinen. Das war sehr komisch. Ja. Was soll ich machen? Ich mag Mädchen nicht. Ich bin hingerissen von jungen Mädchen. Aber ich bringe sie nicht um. Ja, danke. Das hat er gesagt. Nein, das sind schon wieder alle Türen offen. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Kinder, macht doch die Tür zu. Die Frau Doktor sieht das nicht gerne. Tür zu. Die Polizei ist doch noch im Hause. Das wisst ihr doch, Kinder. Mein Gott, macht doch die Tür zu. Das muss ja doch wohl nicht sein, nicht wahr? Tür zu. Ach, ich werde noch wahnsinnig hier. Dass ihr das nie lernt, Kinder. Tür zu. So. Ich muss es nachher wieder alles ausbaden. Tür zu. Tür zu. Tür zu! Ach, hör doch auf, dir Vorwürfe zu machen, Inge. Wenn sie mich gefragt hätte, dann hätte ich den Namen hingeschrieben und das Fenster aufgemacht. Ach, hör doch auf, das hat doch keinen Sinn. Darf ich reinkommen? Bitte. Hat euch sehr mitgenommen, was? Mich auch. Das ist ihr Zimmer. Und das ist das Bett von ihr. Die Polizei war schon da. Aber wir können denen doch auch nicht so. Wollen Sie einen Tee? Nein, danke. Und Sie waren Ihre beste Freundin. Ja. Und sie macht sich jetzt Vorwürfe, dass sie ihren Namen eingetragen hat. Soll ich mir keine machen? Seit der Sache mit Monika war es doch streng verboten. Das war natürlich völlig richtig. Aber es hat sich doch nie jemand daran gehalten. Warum ausgerechnet du? Aber ich habe sie nun auf dem Gewissen. Nein, nein, das dürfen Sie nicht sagen. Wieso denn? Das ist doch Unsinn. Was wollte der? Das kann ich Ihnen sagen. Sie haben mir da diese Geschichte von den Mädchen im Garten erzählt, wie die sich aufgeführt haben. Sie sprachen von Herausforderung, von Gefahr. Ach, es war nur so eine augenblickliche Idee. Ganz dumm von mir. Vergessen Sie das. Aber Sie haben doch ausdrücklich gesagt, dass Sie... Ich habe nur einen Eindruck wiedergegeben, den ich hatte. Damals, im Sommer. Moment, Sie haben gesagt, die Mädchen hätten da fast nackt herumgesessen. Mein Gott, es war heiß. Ein besonders heißer Tag. Ah. Sie meinen, es lohnt nicht, sich darüber Gedanken zu machen? Nein. Es lohnt nicht. Haben Sie noch Fragen? Nein, nein, danke. Ich finde es schon heraus. Ich finde schon heraus. Na nun aber, meine Damen, nun steht doch hier nicht rum. Nun macht mal, ins Bett, macht mal ins Bett. Ja, ja, husch, husch, husch. Muss ich denn immer alles zweimal sagen, Kinder? Du, kann ich das so, nun macht mal. Ja, okay. Komm, ins Bett. Ja, husch, 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 husch. Man könnte doch mal versuchen. Guten Abend. Guten Abend. Thank you.
Ja, bitte? Guten Abend, Frau Doktor. Ja, Herr Manger. Ich sehe da gerade die Anwesenheitsliste durch und die Inge Bärwald ist nicht eingetragen. Ja, die ist nicht im Hause. Sie besucht ihre Mutter in München, kommt erst morgen früh zurück. Ah ja. Aber dann müsste sie doch eingetragen sein. Ach, ist sie das nicht? Nein. Ach, würden Sie das bitte nachholen, Herr Manger? Selbstverständlich. Ja, vielen Dank. Gute Nacht, Frau Doktor. Gute Nacht, Herr Manger. Haushaltsschule. Guten Abend. Herr Manger, haben Sie Nachtdienst heute? Hier ist Inge Bärwald, ich rufe aus München an. Aus München? Ja, ich habe gehört, dass Sie heute Nacht bei Ihrer Mutter bleiben. Ja, aber leider geht das nicht. Meine Mutter ist heute Mittag ganz plötzlich zu meiner Großmutter gefahren und hat keinen Schlüssel da gelassen. Ich würde gerne mit dem letzten Zug kommen. Mit dem letzten Zug? Dann kommt er. Ja, aber nur, wenn Dirks mich von der Bahn abholt. Würden Sie ihn fragen? Jetzt? Sonst bleibe ich nämlich bei einer Freundin hier in München. Ich rufe in 5 Minuten wieder an. Ja, ja, ist gut. Herr Manger, kommt Dirks mich abholen? Herr Manger? Ja, ja, er holt sie ab. Dirks holt sie ab. Ja, dann ist gut, dann komme ich jetzt. Auf Wiedersehen, Herr Manger, und besten Dank auch. Müssen Sie nicht zur Schule rüber? Ja, habe ich halt abgeholt. Oder bin ich ja beruhigt. Gute Nacht. Gute Nacht. Fräulein, heute finden Sie da keinen Herrn mehr. Na?
Abend, Fräulein Bärwald. Guten Abend, Herr Manger. Wo ist Dirks? Er wollte doch kommen. Dem springt der Wagen nicht an, hat wahrscheinlich zu lange in der Kälte gestanden. Und da sind Sie extra gekommen? Ich konnte Sie doch nicht hier stehen lassen. Ja, gab es denn keinen anderen Wagen? Welchen? Den von Frau Dr. Göbel. Frau Dr. Göbel wollte ich wirklich nicht wecken, deswegen. Also müssen wir zu Fuß gehen. Vor diesem Weg habe ich Angst. Auch am Tag. Ja, das verstehe ich. Also gehen wir, umso schneller sind Sie zu Hause und im Bett. Wir nehmen wieder die Abkürzung. Hm? Was haben Sie denn in München gemacht? Ich wollte meine Mutter besuchen und eigentlich bis morgen bleiben, aber sie musste zu meiner Großmutter, sie ist krank. Was Schlimmes? Ich hoffe nicht. Sie hat sich den Arm gebrochen oder sowas. Ah, was ist denn? Ist Ihnen kalt? Nein, nein. War das nicht hier? Weiß nicht. Ich möchte am liebsten laufen. Laufen wir doch. Sie war ganz schön außer Puste, wa? Sie auch. Ja, das stimmt. Jetzt brauche ich unbedingt etwas zu trinken. Trinken? Aber ich nicht. Nein, nein. Brauchen wir auch nicht. Kommen Sie mit, es geht ganz schnell. Ja, das macht doch nichts. Kommen Sie rein. So. So. Kommen Sie. Ich bin's, Mama Rudolf. So, ich hole uns gleich was zu trinken. Und dann. Schließen Sie die Tür. Kommen Sie. Setzen Sie sich. Geht ganz schnell. Ich bin's, Mama. Mama, ich bin's. Sei ganz ruhig. Warum schließen Sie denn alle Türen ab? Mama. Warum antwortest du nicht? Vorüber, Inge. Sie haben Ihre Sache sehr gut gemacht. Ich danke Ihnen. Nun komm, nimm mal ab hier. Und sie hat alles gewusst? Ja. Dieses Mädchen und ihre Mutter haben uns den endgültigen Beweis geliefert, dass sie Monika Bayer und Ellen Theis ermordet haben. Inge rief sie in der Schule an. Die Frage war, würden sie Dirks wecken? Dirks mit dem Wagen an die Bahn schicken? Ich habe im Zimmer von Frau Dr. Göbel gewartet, was passiert. Er hat Dirks nicht geweckt. Er geht selbst. Wir haben Fräulein Bärwald natürlich nicht einen Augenblick aus den Augen gelassen. Sie war nicht eine Sekunde in Gefahr. Ich bin, nachdem Sie die Schule verlassen hatten, sofort zu Ihrer Mutter gegangen. Sie hatte schon geschlafen. Aber schließlich machte sie auf und ließ mich herein. Ihre Mutter war völlig verstört. Ich sagte ihr, dass ich ihren Sohn für den Mörder halte. Ich sagte ihr klipp und klar, was wir arrangiert hatten. Dass Inge Bärwald soeben von Ihnen vom Bahnhof abgeholt werde. Wenn Sie etwas zu sagen haben, Frau Manger, dann sagen Sie es jetzt. Ich habe nichts zu sagen. Vielleicht dachte sie, es passiert nichts. Vielleicht dachte sie aber auch, dass ich ihr nicht die Wahrheit sage. Dann hörten wir, dass jemand kam. Und zugleich wusste ich, wo die Morde verübt worden waren. Ich habe Ihre Mutter dann sofort in Ihr Schlafzimmer gebracht. Kommen Sie. Ich bin's, Mama, Rudolf. So, ich hole uns gleich was zu trinken und dann... Warum schließen Sie denn die Tür ab? Kommen Sie, setzen Sie sich. Es geht ganz schnell. Ich bin's, Mama. Mama, ich bin's. Sei ganz ruhig. Warum schließen Sie denn alle Türen ab?
Er ist doch krank. Er hat es getan. Aber er ist krank. Mama, warum antwortest du nicht?